Ja, es blinkt vor sich hin, aber nicht mehr lange. Ich bin hier, wie man unschwer überhören kann, in meinem Technik-Serverraum. Und das hier, ja, das ist sozusagen das Rückgrat meiner Wohnung. Mein primärer Hauptswitch. Das ist ein programmierbarer 24-Port von SMC Networks. Wenn wir ein bisschen rausgehen, sieht man hier auch, ja, der ist schon gut belegt. Hat auch noch ein paar SFP-Ports für Glasfasern und so weiter, die ich gar nicht benutze, aber ja, was ist damit? Nun, er braucht Strom. Und das dauerhaft. Und es ist 230 Volt. Und ich denke, ich muss nicht mehr erklären, worauf ich hinaus will. Ja, der soll nach Möglichkeit auf Solar umgebaut werden. Zumindest werde ich mal reingucken, was der da intern bastelt. Ich hoffe, es ist relativ einfach. Das wäre nämlich halt noch so eine Sache, die könnte sich wirklich lohnen, weil momentan ist halt bei mir der Fall, tagsüber laufen mir die Akkus voll und abends brauche ich den Strom. Das ist jetzt nicht unbedingt die effizienteste Methode. Also probiere ich mal das, was dauerhaft Strom verbraucht, wie zum Beispiel diesen Switch hier, irgendwie auf Solar zu bieten. Ja, mit einem Inverter würde es natürlich funktionieren, also so einem Spannungswandler, aber direkt auf Solar ist halt einfacher und ja. Erste Hürde. Hier steht halt noch so ein Rechner drauf, der muss da irgendwie runter und der ist noch voll verkabelt. Und ja, die hier müssen möglichst in derselben Reihenfolge, wie ich sie rausziehe, danach wieder rein, weil hier drauf laufen VLANs. Also das ist nicht nur ein Netz, was hier drauf ist, sondern das sind wieder verschiedene Netze. Da wird zum Beispiel Internetanschluss drüber, teilweise auf andere Router rüber geschickt. Da ist ein WLAN-Netz drauf, da ist ein Testnetz drauf und alles Mögliche. Und dann ist, glaube ich, noch, ja, Channel Bonding ist aktiv, also dass mehrere LAN-Kabel zu einem Rechner gehen und so die Bandbreite erhöht wird. Ja, ich brauche was zum Beschriften. Okay, da haben wir die Box. Ich habe mit Händen und Füßen das Ding irgendwie rausbekommen. Ja, gucken wir mal, was wir hier überhaupt haben. Wir haben einmal hier die Front, die wir eben schon gesehen haben. SMC Networks, 1 Gigabit und 24 Ports. Wobei die letzten vier Stück halt geschert sind. Entsprechend mit diesen total verstaubten Erweiterungsports, wo man beispielsweise Glasfaser oder ähnliches dran anklemmen kann. Auf der Unterseite nicht viel zu sehen. Wir haben hier Supplier Part Description. Das ist der SMC GS24C Smart. Das ist die Produktbezeichnung, 100 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hertz und 0,8 Ampere, sagt er hier. Ansonsten nicht viel. An der Rückseite haben wir halt die Standard-Kaltgeräte-Buchse. An der einen Seite ein Haufen Dreck mit Lüftungsgitter und an der anderen Seite ein Lüfter. So, okay. Ich habe einen Schraubenzieher und ich möchte ihn benutzen. Bauen wir das Ding mal auseinander und schauen, was unter der Haube ist. An der Stelle übrigens noch ein großes Lob an SMC. Also ich glaube, das Ding hier ist Baujahr 2004 vielleicht. Und ich habe letztes Jahr, glaube ich, noch ein neues Firmware-Update für die Kiste bekommen, welches Funktionen nachgerüstet hat. Also ja, das wünscht man sich doch öfter. Sollte es das etwa schon gewesen sein? Drei Schrauben an der Rückseite und das war's. Ja. Es bewegt sich etwas. Ja, ja. Tatsache. Die drei Schrauben waren's. Das Ganze geht auf. Langsam, aber sicher. So, bisschen Gewalt hilft. Okay. Da haben wir einen kleinen Blick ins Innere. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Nun, wir haben relativ eindeutig hier drüben ein Schaltnetzteil mit sehr wenig Drähten Richtung Mitte. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Das verspricht einen einfachen Umbau. Und ja, hier haben wir die Übertrager für die einzelnen Ports, die SFP-Module hier unten in der Ecke. Wir haben zwei größere Lüfter. Das werden wahrscheinlich dann die Ports sein und ein kleinerer Lüfter mit was RAM, was ROM wahrscheinlich. Das wird dann die Verwaltungskonsole sein, um entsprechend das Management vorzunehmen.
Haben hier an der Seite ein bisschen Local Power Regulation, also anscheinend werden hier auf dem Board selber die einzelnen Subspannungen erzeugt. Wir haben einen Pinheader, der sieht gerade interessant aus. Was steht da? Gar nichts. Keine Angabe auf dem Pinheader da, was das sein könnte. Wir haben auf jeden Fall noch einen Chip darüber. Könnte also irgendeine Art Debugging-Port sein. Und ganz in der Ecke, hier versteckt sich dann noch der Lüfteranschluss mit so einem kleinen Popelding. Nun gut. Ich würde mal sagen, Stecker ab und dann piepse ich erstmal durch, ob das wirklich vier Drähte sind oder einfach nur, um die Spannung rüber zu kriegen, beziehungsweise den Strom, die immer zwei parallel sind. Was nämlich momentan so aussieht, also ich glaube nicht, dass das Schaltnetzteil tatsächlich zwei unterschiedliche Spannungen hier liefert. Aber gut, da muss erstmal das Messgerät sprechen. Ja, also die oberen beiden und unteren beiden sind quasi kurz geschlossen. Das heißt also, das ist einfach nur mehr Drähte, um den Strom besser von A nach B zu bekommen. Das ist also nur eine einzige Spannung, die hier reingeht. Das ist das Beste, was passieren kann hier. Noch besser wäre jetzt natürlich, wenn die tatsächlich nur auf die Spannungsregulatoren geht, weil die haben halt auch entsprechende Toleranz. Aber gut, schauen wir erst einmal nach, wie viel Volt hier drauf sind. Dafür stecke ich den mal wieder ein. Gib hier hinten Strom drauf und halt mal meine Messspitzen dran. Und dann sollten wir ja theoretisch die Spannung sehen, mit der das Ganze hier läuft. Und natürlich das obligatorische Achtung, wenn ihr hier Strom einsteckt, dann ist da auch Strom drauf. Also ja, besser nicht mit den Fingern an den falschen Stellen hier rumfummeln. Also, geben wir mal Strom drauf. Sobald ich rausfinde, wie rum, so rum. Oh, wie süß. Mit einer Power-LED auf dem Schaltnetzteil. Gut, ansonsten, man hört den nervigen Lüfter. Und, was kriegen wir an Spannung? Ja, 12,23 Volt. Das kann jetzt gut sein, wenn es nur auf die Schaltregler geht. Oder es kann schlecht sein, wenn noch irgendwas auf dem Board ist, was wirklich 12 Volt braucht. Weil meine Akkuspannung, die variiert halt. Die kann runtergehen bis 10,8, meine ich. Die kann hochgehen bis 14, irgendwas. Und ja, das ist natürlich ein großer Bereich. Und wenn da ein 12-Volt-Part drauf ist, dann haben wir ein Problem. Es gibt dann zwar die Möglichkeit, mit sogenannten Seppig-Wandlern zu arbeiten. Das sind im Prinzip zwei Schaltregler hintereinander. Der erste macht aus den 10 bis 14 Volt eine höhere Spannung, beispielsweise 17 Volt. Und der zweite geht dann hin und macht aus den 17 Volt wieder 12 Volt. Das heißt, egal ob ich mehr oder weniger Spannung reingebe, es kommen immer konstant 12 Volt raus. Ist natürlich nicht mehr ganz so effizient, aber vielleicht haben wir ja Glück und es geht wirklich nur auf die Regler. Gehen wir erstmal auf die Suche. So, machen wir erstmal einen Blick auf die Elkos im Inneren. Und was mir schon mal sehr gut gefällt, 105 Grad Typen. Das ist schon mal hilfreich. Auch der zweite große Filter Elko, ebenfalls 105 Grad. Und ja, was mir dann auch aufgefallen ist, auf der anderen Seite, da sehen wir 25 Volt können die ab. Das ist auf jeden Fall schon mal genügend. Nächste Preisfrage, ICs. Das hier ist der jetzt neben dem Hauptfilter-Elko und wenn ich richtig sehe, ist das BA6264 oder sowas. Oder BA6Z6X. Ja, und die beiden sind kein gutes Omen, denn dazu finde ich überhaupt nichts als Datenblatt. Aber was ich dazu finde, ist das Pinout, was mir gerade aufgefallen ist. Wenn wir mal schauen, beim oberen zum Beispiel, wenn wir von links oben gucken, die ersten drei sind verbunden und rechts die sind auch alle verbunden und rechts sitzt die Spule, beim unteren genauso und hier jede Menge Vias, also das werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zwei MOSFETs sein, die dann entsprechend hier eine Halbbrücke bilden. Das heißt, also der eine ist gegen Plus verbunden, wahrscheinlich der obere, so wie es aussieht. Der schaltet durch auf die Spule und der untere ist verbunden mit Minus. Kann man schön sehen, beim Elko sind da noch die Minusstreifen an der Seite zu sehen. Und der kann entsprechend dann die Spule zu Minus durchschalten. Wenn wir gucken, hier gehen zwei kleine Drähtchen zu dem Chip. Und nach oben hin sind dann nochmal zwei kleine Chips. Das werden wahrscheinlich, ja, dieselben sind es nicht, soweit ich das sehe.
Mal gucken, ob wir hier den Dreck ein bisschen runterkriegen. Da. Wunderbar. Ja, nicht ganz dieselben, aber auch das werden zwei MOSFETs sein, wenn wir aufs Pinout gucken. Das sieht sehr, sehr stark danach aus. Und auch die wandern alle auf diesen Chip. Das heißt, den hier, den müssten wir jetzt finden. Und der steht auf dem Kopf. Was haben wir da? SC2677BTE. Mal gucken, ob wir dazu etwas finden. Und da haben wir auch gleich etwas Passendes, nämlich den SC2677 von Semtech. Das ist ein dual-synchroner Spannungsregler im Prinzip. Und ja, der hat ein paar interessante Sachen. Also zum einen, wie die Beschreibung oben schon sagt, es ist ein zweiphasiger. Das erklärt die vier MOSFETs, also 2x2, die wir gefunden haben. Wir sehen hier eine Bias-Voltage von 4,5 Volt. Das heißt, wir müssen im Prinzip oder können im Prinzip ab 4,5 Volt anfangen vom Chip her. Danach geht es dann nur noch darum, irgendwie unseren Output rauszukriegen. Und ja, der kann relativ nah sein. Und wir sehen hier die flexiblen Ausgabespannungen, also 3,3 Volt, 5 Volt, 12 Volt. Und ja, okay, das hört sich alles halbwegs okay an. Bei 3,3 Volt und 5 Volt können wir Bingo schreien, denn ja, ich denke mal, selbst wenn mein Akku leer ist, habe ich noch genügend Spannung nach oben, um 5 Volt zu erzeugen. Und 12 Volt glaube ich nicht, dass die da erzeugt werden, denn wenn wir gesehen haben, wie die MOSFETs geschaltet sind, dann ist das ja beides vor der Spule. Und wenn ich richtig im Kopf habe, dann müsste für einen Step-Up-Wandler, der also auch nach oben regeln kann, müsste einer hinter der Spule gegen Minus gehen. Das heißt, er kann die Spannung, wenn ich richtig vermute, nicht erhöhen mit diesem Aufbau. Aber auch wenn wir mal aufs Board gucken, da sehen wir hier so ein paar kleine, wunderbare Testpunkte. Da haben wir nämlich einen, der ist gelabelt 1,2 Volt, einen ist 3,3 Volt. Und ja, das Einzige, was mich ein bisschen stört, diese plus 12 Volt Schiene, die geht ja einmal ums halbe Board rum. Und hier hinten sehen wir zum Beispiel nochmal 1,2 Volt. Also wer weiß, ob die nicht noch irgendwo gebraucht wird. Allerdings, wirklich Sinn machen wird's nicht. Also 2-1 Risiko. Ich habe noch was anderes rausgefunden, nämlich wofür diese Pins hier sein könnten. Wenn wir mal einfach mal an die Frontblende gucken und so ein bisschen da drunter gehen. Das ist ein zugeklebter Ausschnitt für einen seriellen COM-Port, also für einen Programmierport. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die Ports, diese Pins dann dazugehören. Das bei größeren Modellen dann bestückt wird. Wie sagte mal jemand so schön? Wenn man im Erdgeschoss nichts findet, geht man halt in den Keller runter. Ja, ich habe mal hier das Netzteil rausgeholt und da war tatsächlich auf dem Kühlblech noch einen Hinweis auf Modellnummer und Hersteller. Damit könnte man bestimmt ein bisschen was finden. Vor allen Dingen wissen wir jetzt schon mal, dass es 12 Volt sind bei 2,5 Ampere, die hier rauskommen. Das heißt also, wir wissen auf jeden Fall schon mal eine Größenordnung, was man Strom zu erwarten haben. Und sollte sich mal kein Datenblatt finden lassen, wenn es in den USA verkauft wird, dann hat es meistens hier so eine RU-Nummer. Und über die kann man den Hersteller online nachprüfen. Und ich glaube, Produkt eventuell sogar auch. Aber zumindest kriegt man dann schon mal einen groben Übersicht, wo man denn suchen muss. So, also ich habe nichts gefunden, was irgendwie bei mir Sinn macht, dass es 12 Volt brauchen könnte. Von daher bin ich einfach mal den Risikoweg gegangen und habe direkt den Akku auf diesen Pin-Header drauf gemacht, wo normalerweise die 12 Volt vom Netzteil reinkommen und, hey, scheint zu laufen. Er bootet, die Lampen leuchten, sieht alles gut aus. Ich habe inzwischen meine Systeme auch wieder hochgefahren. Und auch wenn wir jetzt hier mal einen Blick ins Webinterface reinwerfen, das ist jetzt schon ein paar Tage in Betrieb, wenn wir da auf die Received Octets und so weiter gucken. Boah, also er hat auch durchaus so ein paar Perioden ausgehalten, wo sehr viel Traffic drüber ging, also die Last relativ hoch sein müsste. Ist nicht wirklich irgendwas zu sehen, was auffällig wäre. Lief alles durch, es gab keine Ausfälle, obwohl es relativ schlechtes Wetter für so ein System ist, dadurch, dass momentan halt ab und an mal hier Wolken und volle Sonne sich abwechseln und entsprechend die Spannung halt ziemlich stark am Schwanken ist und sehr starke Spikes halt drin sind, aber alles ausgehalten, keine Probleme, keine Ausfälle. Perfekt. Vom Stromverbrauch her, ja, ich habe leider vergessen zu messen, bevor ich alles wieder hochgefahren habe. Deswegen kann ich da im Moment nur grob schätzen, anhand vom Gesamtverbrauch, was jetzt da hinfällt. Und ja, soweit ich das sehe, liegen wir da etwa so bei 1, 1,5 Ampere.
Also irgendwo so zwischen 15, 20 Watt müssten das sein. Und ja, das ist in meinen Augen auch ein relativ realistischer Wert für hier so einen Switch. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er 24 Ports hat. Eigentlich hätte ich sogar noch mehr erwartet. Denn ja, auf dem originalen Netzteil stand ja etwas von 2,5 Ampere und da sind wir auf jeden Fall noch deutlich entfernt. Also 2,5 habe ich nicht mehr am Gesamtverbrauch. Ist allerdings auch halbwegs erklärbar. Zum einen haben die Switche, ich meine, der ist zwar schon was älter, aber auch der müsste schon Stromsparfunktionen drin haben. Das heißt, Ports, wo nichts angeklemmt ist gerade, werden abgeschaltet. Und ich habe halt doch einiges, wo die Geräte nicht dauerhaft eingeschaltet sind. Und auch, was man auch bedenken muss, ich habe keine Glasfaseradapter drin. Die ziehen halt auch so ein paar Watt. Und die können dann auch für den höheren Stromverbrauch maximal verantwortlich sein. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich hatte jetzt gemessen und das war schon zu einer Zeit, wo mein PC, also der Hauptrechner an ist, die WLANs sind an. Das heißt also, da ist ein gewisses Grundrauschen an Traffic auch drauf und das ist da schon mit drin. Ja, okay. Ich würde mal sagen, hat alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe jetzt diesen Switch an meinem Solarsystem, was dann gleich zwei schöne Effekte hat. Zum einen, das Teil benötigt auch tagsüber Strom, das heißt, der kann direkt von der Solarzelle in den Switch reinfließen sozusagen und ja, belegt keine zusätzliche Akkuleistung, beziehungsweise selbst wenn die Akkus voll sind, kann ich dann den Strom noch nutzen. Und die zweite schöne Sache, dadurch, dass er halt mit am Akku hängt, heißt das auch gleichzeitig, dass das Ding jetzt eine USV hat. Wenn hier Stromausfall sein sollte von der Netzspannung, habe ich trotzdem noch meinen Switch und meinen Router und mein WLAN. Yay! Das heißt also, solange die Verteiler von meinem Internetprovider irgendwo durchschalten oder von meinen Internetprovidern, habe ich hier noch Internet. Dann kann die Zombie-Apokalypse jetzt ja kommen. Ich bin vorbereitet und ja, wenn nicht, war es ja trotzdem ein sinnvoller Umbau. Oder anders gesagt, tut, was es soll.